about what you're putting in. Wir versprechen euch, nach diesem Video wisst ihr, was ihr machen müsst, damit der Markisenkasten vorne wieder komplett schließt. Hallo, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Grüßt euch. Wir haben heute ein kleines Reparaturvideo für euch. Und zwar geht es darum, wie man in relativ kurzer Zeit mit richtig wenig Geld und richtig wenig Aufwand den Markisenkasten wieder zum Schließen bekommt. Vielen von euch wird es so gehen, nach ein paar Jahren schließt der Markisenkasten vorne am Wohnmobil nicht mehr richtig. Bei uns, bei einer 6 Meter Markise, war das jetzt nach 8 Jahren auch soweit. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, den verraten wir euch mit diesem Video. Uns wurde er auch verraten, von wem erzählen wir euch auch zum Ende des Videos. Dann schaut mal zu. Viel Spaß! Wir beginnen damit, dass wir die Markise komplett rausfahren. Sie schließt dort vorne nicht richtig, hinten schließt sie richtig und jetzt fahren wir sie komplett raus. Willst du mal kurbeln, Schatz? Wir kurbeln sie also komplett raus. Ja, wenn man möchte, kann man seine Frau dabei noch ein bisschen anfeuern. Hey, hey, hey. Ah, solange meine Frau lacht, findest du das auch witzig. Genau, dann war es zu witzig. Okay. Oh, ich muss noch weiter weg. Unsere Markise ist so groß. Okay, wir fahren die Markise komplett aus. Ja, normalerweise würde jeder jetzt sagen, Füße raus. Ja, logisch. Im Normalfall Füße raus, aber ab und zu macht sowas nichts. Ein Freund von uns, der die Dinger anbaut und repariert, sagt, die Arme halten das. Und sie halten es auch. So. Wir hatten nämlich noch nie Probleme mit der Markise, mit den Haltearmen. Und dass vorne der Markisenkasten nicht ganz schließt, liegt an was anderem. Und zwar, das liegt daran, da hinten ist das Getriebe und das rollt natürlich immer etwas kräftiger auf als vorne nach 6 Meter am Ende. Das sind nur ein paar Millimeter. Aber über Jahre reicht das, dass der Markisenkasten vorne nicht mehr richtig schließt. Und da zeigen wir euch jetzt, was man dagegen tun kann. Schaut mal. Und genau hier auf dem letzten Meter rollt sich das Markisentuch immer etwas schwächer auf, so schlaffer. Es labbert hier mehr im Laufe der Jahre, weil es hinten am Getriebe halt richtig stramm gezogen werden kann und hier nach 6 Meter eben nicht mehr. Und diesen Ausgleich, den brauchen wir jetzt. Das sieht man auch ein bisschen daran, wenn man jetzt diese Naht verfolgen würde, dann ist sie hinten ganz ausgefahren, die Markise. Ist die Naht eigentlich nicht mehr zu sehen. Obwohl sie komplett ausgefahren ist. Mehr geht nicht. Aber so hat dieses Tuch sich schon gelenkt. So, und was machen wir jetzt? Wir sehen zu, dass die Umdrehungszahl an diesem Tuch, der Druck der Umdrehung, etwas höher wird, indem wir auf die letzten 20 cm hier ungefähr folgende günstige Reparaturmöglichkeit, oder ich sag mal, reparieren ist ja keine Reparatur. Wir revidieren das. Wir revidieren die Längung des Markisentuchs. Und zwar mit guten alten Klebeband, was jeder Wohnmobilbesitzer sowieso bei sich hat. Und so sieht das nach ein paar Sekunden schon aus. Ich habe jetzt einfach mal zwei Bahnen draufgeklebt. Unten eine oben drauf. So macht ihr das auch. Eine wird so gut wie nie reichen. Zwei und dann schließt ihr die Markise. Und dann schaut ihr, wie weit der Markisenkasten wieder schließt. Das reicht schon. Wenn ihr nämlich zu viel drauf macht, kehrt man das Ganze um. Dann schließt es hinten am Getriebe nicht richtig, aber vorne schön. Deshalb schließen wir jetzt einmal mit zwei Klebestreifen. So, da oben seht ihr, dass dieses Markisentuch sich schon fast zu 100% übereinander reinrollt. Das ist gut. Stopp mal, Schatz. Und auch hier, das Markisentuch rollt sich im Endeffekt zum Heck hin leicht auf. Das ist richtig. Wenn es sich nach vorne aufrollen würde, wäre es genau verkehrt, geht der Kasten nicht mehr auf. So, roll mal weiter. Bei unseren User-Treffen
an dem Markisenkasten hier von Stefan und Edelgard haben wir sogar 4 Streifen übereinander gebraucht, damit der Markisenkasten wieder richtig geschlossen hat. So, und bevor wir uns hier mit irgendwelchen fremden Lorbeeren schmücken, auf unserem User-Treffen waren natürlich auch Frank und Tina, hat uns natürlich wieder sehr gefreut. Frank, das ist der Hümerlabbi, und der hat diesen kleinen Trick gekannt und hat uns den verraten, nachdem wir geschaut haben und gesagt haben, hier Stefan, guck mal, deine Markise geht ja auch nicht richtig zu. War der Frank sofort zur Stelle und hat gesagt, pass mal auf, da kenne ich einen kleinen Trick. Hab da Panzertape dabei, das hatte natürlich jeder von uns dabei. 11 Wohnmobile, 11 mal Panzertape in jeder Farbe, und da haben wir oben halt, wie gesagt, diese 4 Streifen reingeklebt, und seitdem schließt der Kasten wieder 1A. Im Endeffekt war es das schon. So, mein Schatz hat wieder eingerollt und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze jetzt vorne aussieht. Da. Er schließt 100%. Das, was man jetzt noch sehen kann, dieser Schatten, diese ganz kleine Lücke, das ist nur von der Plastikendkappe. Oben ist der Markisenkasten wieder komplett geschlossen. Also einfacher kann man nichts am Fahrzeug reparieren, und das auch noch so günstig. Eine günstige Lösung. Genau. Also du stehst da wie so ein Monument. Macht ja nichts. Hab gearbeitet. Okay. Dann macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wenn ich ja Geld hätte, würde ich. Wir haben jetzt hier vor Ort auf unserem User-Treffen einen Tipp bekommen von Frank. Und Frank erklärt uns jetzt, was wir machen können, um, schaut mal, die Markise geht nicht komplett zu. Sie hat einen leichten Abstand. Das nervt jeden Wummelisten und mich auch. Das haben wir nämlich auch seit ein paar Wochen. Und der Frank kennt jetzt einen kleinen Trick, einen Tipp, wie man das verhindern kann, beziehungsweise wie man das sozusagen fast reparieren kann. Das zeigen wir euch jetzt. Dann fahr mal raus. Schneller. Und lächeln, immer lächeln. Die Wand ist voll. Es muss dir Spaß machen. Sollen wir ein bisschen gegenhalten? Ja, wir machen die Füße raus. Ja, wir können ja auch die Füße raus. Ja, das ist doch nur für einen Moment eigentlich, oder? Jetzt kommt der Martin. Hast du, so. Nach dem kompletten Ausfahren der Markise braucht man Tapeband. Irgendwas, dass wir ein bisschen sauber machen können vorher. Moment. Das auch noch, wa? Umstände. Man braucht Tapeband. Die Farbe ist reine Geschmackssache. Tapeband ist das Wichtigste überhaupt. Bevor ich Zebra-Wischung weg. Markise oben. Einfach mal ein Zebra-Wischung weg. Die ist von oben, ist die eher silber, oder? Ja. Ja, aber das ist ja trocken. Nee, so lang brauchst du, glaube ich. Ja, eher so. Achso, was man, neben Tapeband auch noch braucht, ist Zebra, Wisch und Weg. Sollte hier so ein buntes sein, sagt Thorsten, das ist dann ideal, mit Blümchen drauf. Jetzt kommt hier. Also die Stelle ein bisschen sauber wischen, Schwester Stefanie, auf die das Tapeband geklebt wird. Das Ganze ist jetzt überhaupt ein Test. Das Ganze ist jetzt die Kontrolle, ob Frank hier einen guten Tipp hat. So macht man Tapeband nicht ab, Martin. Stefan, Entschuldigung. Martin ist aber Leiter. Martin ist aber Leiter. Hier sind so viele Martins und Stefans. Mal steht da rechts, mal links. Ist doch egal. So, der Martin klebt das jetzt oben auf die Kante. Sozusagen genau auf die Kante. Die Markise ist komplett ausgefahren. Jetzt musst du einkommen. Dadurch gibt es einen leichten Ausgleich. Ich bin selbst gespannt, ob das funktioniert. Ja, ich glaube nicht, dass das schon reicht. Jetzt wird die Markise wieder reingefahren. So, ist aber schon mal ist aber schon besser. Ja. Ist schon besser. Also ja. Reicht das Klebeband noch nicht ganz. Dann müssen wir noch einen drauf machen. Drauf oder? Aber oben drauf. Ja, Stefan, wie viel Umdrehung schaffst du pro Minute? Oh, schaut euch die Sonne an. Ist das ein Wetterchen hier? Wir nehmen wieder Silber, oder? Wir nehmen wieder Silber. Oder wir können ja als Deko ein bisschen schwarz drüber machen. Ha,
Habt ihr kein Weihnachtsband irgendwie so? Ist doch bald Weihnachten. So, da es noch nicht gereicht hat, wird der Martin jetzt noch einen zweiten Streifen auf den ersten Streifen draufkleben. Und beim Einrollen ändert sich dann sozusagen der Umfang der Rolle an der Stelle und zieht die Blende vorne dichter an den Kasten ran. Wollen wir zumindest hoffen. So, nächster Versuch. Und wenn das Ganze nicht klappt, dann lacht der Frank die ganze Nacht, dass wir drauf reingefallen sind und hier gekurbelt wurde wie sonst was. Die letzten Millimeter sind angebrochen. Es ist tatsächlich dichter dran. Deutlich. Es ist deutlich dichter dran. Also ein, zwei Streifen fehlen noch, aber es ist deutlich dichter dran. So, jetzt haben wir es. Drei übereinander oder vier? Vier übereinander, jetzt schauen wir mal, ob es reicht. Weil sonst muss ich erst noch drei Rollen Klebeband kaufen, bevor ich das bei mir mache. Ich habe noch was da, Thomas. Gut. Ich glaube, jeder hat noch eine Klebeband. Klebeband und ich weiß nicht, bei dem Aufbau von dem Pavillon haben wir ungefähr 50 Kabelbinder verbraucht. Ich habe aber noch 50 dabei. Ja, guckt dir das an hier. Zu! Guckt euch das an. Viermal Klebeband zu. Hey, ich möchte jetzt... Oh, hier, guck, der hat wirklich diesen hinten die Kurbel rausgezogen. Es ist zu. Frank, ein geiler Tipp. Ein geiler Tipp. Natürlich werden wir darüber ein kleines Video bringen. Und das tun wir hiermit. What you putting in? All your hopes and efforts are all in.